Carlos Castaneda. Er sagt, stell dir selbst und nur dir selbst eine einzige Frage. Hat der Weg ein Herz? Alle Wege sind gleich, sie führen nirgendwo hin. Deshalb stell dir die Frage, hat der Weg ein Herz? Das ist für mich das Leitmotiv dieses Vortrages, wo ich mich mit Burnout beschäftige. Es wird kein wissenschaftlicher Vortrag, es wird kein Vortrag mit Fakten, sondern es ist ein impressionistischer Vortrag. Meine Eindrücke aus 30 Jahren Arbeit mit Menschen, 30 Jahre Selbsterfahrung und eine durchlebte Burnout-Krise. Das sind die Quellen meines Vortrags. Burnout, Phänomen unserer Zeit. Es gibt einen Begriff unter Motorradfahrern. Wer Motorradfahrer ist, kennt es vielleicht. Dort gibt es auch ein Burnout. Dort wird mit handgezogener Handbremse Gas gegeben, bis der durchdrehende Hinterreifen platzt, es qualmt, stinkt und die umstehenden Menschen Riesenspaß haben. Und das ist ein deutliches Bild für ein Burnout. Es wird Gas gegeben, aber die Energie, die aufgebracht wird, geht in keine Richtung, sondern dient der Zerstörung. Das ist also beim Motorradfahren sehr beliebt und so sieht es auch bei uns aus, wenn wir in Burnout gelangen. Wir verwenden sehr, sehr viel Energie, kommen nicht voran und verbrauchen uns. Zu Beginn möchte ich Ihnen ein Bild darstellen, wo ich, das ist von Ken Wilber, dieses Vier-Quadranten-Modell, und das will ich Ihnen kurz erläutern und füllen. Es geht um verschiedene Dimensionen, um die individuelle und die kollektive und eine Innen- und eine Außenperspektive. Auf der Innen-individuellen finden wir unser individuelles Bewusstsein, dann auf der Äußeren das individuelle Handeln, dann im Kollektiven finden wir das kollektive Handeln in Unternehmen, in Gesellschaft und links unten sehen Sie das kollektive Bewusstsein unserer Gesellschaft, unserer Kultur. Im individuellen Bewusstsein sind verankert unsere Einstellungen, Haltungen, unsere Werte, Sinnfragen. Im rechten oberen Bereich unser Gesundheitsverhalten, unsere Life Balance und insgesamt unsere Lebensführung. Dann auf der Kollektivbewusstseinsebene die Werte dem Leben als solches gegenüber, der Schöpfung, Sinn, Ordnung. Und auf der kollektiven Handlungsebene alles, was wir an Instrumenten in Unternehmen und Organisationen anwenden. Ich möchte Ihnen diese vier Bereiche zunächst darstellen, um mich dann schwerpunktmäßig in meinen Ausführungen auf die linke Seite zu begeben, also auf die innere Seite. Weniger auf die Methoden, auf die Maßnahmen, sondern eher auf unsere Haltung, mit denen wir uns im Burnout bewegen. Unsere Haltungen. Sie bestimmen aus meiner Sicht wesentlich, wie wir unser Leben führen. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, was unser Leben ausmacht, wohin die Reise meines Lebens geht, wenn ich mir also letztlich meiner Werte und meiner Bestimmung nicht klar bin, dann verliere ich die Orientierung. Dann weiß ich nicht aus der Fülle der mir angebotenen Dinge, was ich wählen soll. Was ich wählen kann, was ist wirklich gut für mich. Und ich greife auf Dinge zu, die sich mir anbieten, die ich benutze, verbrauche, ohne vielleicht mich damit zu nähern. Das heißt also, Grundfrage, um sich dem Burnout zu nähern, ist aus meiner Erfahrung die Frage nach unseren tiefsten Werten. Gestern im Workshop haben wir dazu eine kleine Übung gemacht. Wie will ich dieses Leben leben? Wie will ich diese 60, 70 Jahre meines Seins hier auf diesem Planeten verbringen? Womit? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn wir die Antwort, die sich immer wieder neu stellt, jeden Tag neu stellt, wenn wir uns die ehrlich stellen, dann müssen wir in der Folge
vielleicht das eine oder andere verändern, wenn wir konsequent sind. Wir können aber auch so tun, als wüssten wir nicht, was uns wirklich gut tut, was uns wirklich wichtig ist, und leben dann ein Stück an dem vorbei, was unser Leben eigentlich mit uns vorhat. Also die Frage, wer bin ich und wofür will ich dieses Leben leben? Unser individuelles Verhalten . Wenn ich weiß, was ich will und wie ich bestimmt bin und wo ich hingehen will, stellt sich die Frage, wie organisiere ich das? Das ist also letztlich der weite Bereich des Selbstmanagements, der Selbstführung. Und diese setzt voraus, dass ich überhaupt weiß, was mein Leben ausmacht. Hier geht es darum, Mobilität, Flexibilität, Erreichbarkeit, Weiterbildungsdruck, Unsicherheit von Arbeitsplatz, Abnahme von Kontinuität in Arbeitsprozessen, all das zu balancieren. Und dazu braucht es die beiden wesentlichen Kompetenzen, nämlich die Kompetenz des Selbstmanagements, das heißt, wie organisiere ich mich, und die Kompetenz der Selbstführung. Wie führe und balanciere ich mich durch dieses Leben hindurch? Welche Schwerpunkte setze ich? Wie bringe ich die einzelnen unterschiedlichen Interessen in mir und die von mir von außen herangetragenen Anforderungen, wie bringe ich die in eine gute Balance? Und das ist letztlich das Thema der Life Balance. Life Balance heißt, wie manage ich mich und wie führe ich mich durch dieses Leben? Und Life Balance heißt, ich balanciere innere Anliegen, ich balanciere äußere Anforderungen, und ich balanciere all das auch mit meinem Wesen. Passt das alles zu mir zusammen? Ich habe 6 Dimensionen dieser Life Balance benannt. Das ist einmal die Arbeit, das ist das, womit wir unser Geld verdienen. Das ist allgemein das Tun. Das ist all das, was wir tun müssen, um unsere Lebensführung einigermaßen zu gestalten. Also Steuererklärung, Winterreifen wechseln, all das, was so ansteht. Das sind unsere Sozialkontakte. Wir sind soziale Wesen, aufeinander bezogen. Und insofern ist zu schauen, habe ich die richtigen, guten Sozialkontakte? Habe ich befriedigende, erfüllende Kontakte? Das nächste, das Spiel. Homo ludens, der spielende Mensch. Wir brauchen Zeit und Räume, um einzutauchen in ein nicht zweckorientiertes Handeln, ein freies Tun, ein schöpferisches Tun, in dem wir aufgehen, wo sich die Zeit verliert. Und das Thema Gesundheit, wie bewege ich mich, wie ernähre ich mich und wie schlafe ich, wie ruhe ich mich aus, auch das ist zu balancieren. Und als letzten Punkt das Heiligen. Das heißt, die Rückbesinnung darauf, wer ich bin und wo die Reise meines Lebens hingeht. Und all diese 6 Dimensionen gilt es immer wieder zu beleben und in Einklang zu bringen. Das ist für mich auf der individuellen Handlungsebene das, was eine gute Life Balance ausmacht. Zu diesem Heiligen möchte ich noch sagen, wir haben ja in der christlichen Tradition diesen Sabbat. Und das halte ich für eine sehr intelligente Einrichtung. Ursprünglich musste man da in die Kirche. Heute in der säkularisierten Zeit gibt es andere Möglichkeiten. Aber es geht um diesen Kern dieses Sabbats, nämlich dieses Heiligen, dieses Schauen auf mein Leben, dieses mich besinnen, bin ich auf dem richtigen Weg oder habe ich mich verloren? Burnout ist aus meiner Sicht die Krise des Bewusstseins und der Verlust des Herzens und der Seele. Das, was hier steht,
Das sind die Dinge, die wir hier im Kongress sehr oft gehört haben. Wie kann man gesunde Unternehmensstrukturen aufbauen? Wie können wir Gesundheitsbewusstsein in Unternehmen entwickeln? Wie können wir intelligente Systeme aufbauen von betrieblichem Gesundheitsmanagement und so weiter und so weiter. Das sind alles die Dinge, die ich jetzt hier nochmal wiederholen, nicht mehr wiederholen möchte, aber die einfach in diesen Bereich hier hereingehören. Ich möchte jetzt auf den Teil eingehen, auf unser kollektives Bewusstsein. Um seelische Überlastung und Burnout zu verstehen, müssen wir tiefer in uns hineinschauen, nämlich in die Wahrnehmung unseres Verhältnisses zu uns selbst. Ich möchte hier das Thema Individualität und Kollektivität mal hervorheben aus der systemischen Betrachtung. Die Kraft der Individuation und die Betonung der Individualisierung haben der westlichen Gesellschaft zu einer Vielfalt und Vielartigkeit unserer heutigen Kultur beigetragen. Individueller Erfolg, Autonomie, Selbstgestaltungskompetenz, Selbstverwirklichung stellen in unserer Kultur einen hohen Wert dar. Wir haben jedoch in diesem Prozess der Individuation den Wert und die Bedeutung des Kollektiven aus dem Blick verloren. Eine ihrer Selbstwillen angestrebte Selbstverwirklichung und Individuation verliert in Bezug zum Ganzen. Sie stellt sich über das Kollektiv, über die Gemeinschaft und mündet schließlich in der Frage, was müssen die anderen, die Gemeinschaft, der Staat, die Firma, die Familie, die Beziehung für mich bereitstellen, damit es mir gut geht und ich mich verwirklichen kann. Aus meiner Sicht bedarf es einer Rückbesinnung auf die eigentliche Bedeutung des Wortes der Individuation oder der Individualität. Es heißt nämlich Ungeteiltheit, ungetrennt sein, unteilbar. Das große Ganze besteht aus einer Vielzahl nicht gleicher, sondern ungleicher Teilchen. Die Lebendigkeit, Kreativität und Dynamik des Ganzen und seine selbstorganisierende Kraft beruht auf der Vielfalt und Vielheit seiner einzelnen Elemente. Jedoch nur dann, wenn sich die einzelnen Elemente in ihrer Ausrichtung auf das Ganze beziehen und sich sowohl um sich selbst drehen, als sich auch dem Ganzen zur Verfügung stellen, also dem Ganzen dienen zum Wohle des Einzelnen und des Gesamtsystems. Und aus dieser Perspektive betrachtet, trägt der Einzelne umso mehr zum Gelingen des Ganzen bei, je mehr er zu dem wird, was er ist und sich damit dem Größeren übergibt. Diesen Aspekt des Kollektiven haben wir lange aus dem Blick verloren und sind gerade dabei, ihn wieder zu entdecken. Natürlich nicht freiwillig. Wir werden dazu aufgerüttelt durch die globalen Vorgänge in der Finanzwelt, der Ökologie, den globalen Nahrungsversorgungssystemen, der Energiegewinnung. Durch diese Vorgänge können wir beginnen, die Gesetzmäßigkeiten von Systemen zu erkennen und werden uns unserer gegenseitigen Abhängigkeit bewusst. Wir können es auch schöner formulieren, ein bisschen angenehmer für unser Narzissmus. Wir sind gerade dabei zu erkennen, dass wir als Menschheit zusammengehören und in wunderbarer Weise miteinander, der Natur und dem Kosmos verbunden sind. Diese Formulierung ist aus meiner Wahrnehmung noch nicht flächendeckend angekommen. Wir sind gerade dabei, diese gegenseitigen Abhängigkeiten rational anzuerkennen und zu verstehen, tun uns jedoch sehr schwer, diese auch zu fühlen oder diese Abhängigkeit originär als Teil unserer Existenz zu akzeptieren. Für unseren Egoismus und unserem Unabhängigkeitsstreben ist das eine Riesenherausforderung. Das zeigt sich, wenn wir von globalen Krisen plötzlich persönlich betroffen sind. Wenn wir Geld verlieren durch Anlagen zum Beispiel. Als aufgeklärte, intelligente Menschen wissen wir natürlich, dass Krisen notwendig für den Wandel sind. Das lesen wir überall, das wissen wir auch.
Und dass Krisen Chancen sind für Neues und Besseres. Dass Krisen ja sogar die Grundlage der Schöpfung und der Evolution sind. Aber wenn sie zu uns kommt, dann bitte nicht jetzt. Der Zeitpunkt passt nicht. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Das heißt also, wir haben ein grundlegendes Verständnis über Krise und sagen, ja, das ist wichtig für Innovation. Aber gleichzeitig lehnen wir, wenn wir persönlich betroffen sind, dies zutiefst ab, weil es uns ohnmächtig macht. Burnout ist für mich eine Krise des Bewusstseins. Krisenverläufe haben dabei einen Verlauf. Ich will ihn kurz skizzieren. Die erste Phase ist Überaktivität. Ich versuche Dinge, die mir nicht gelingen, mit noch mehr Engagement zu tun, Konzentrationsstörungen durch noch mehr Arbeit auszugleichen. Ich fange an, meine Bedürfnisse zu verleugnen. Die zweite Phase ist, ich reduziere mein Engagement. Ich ziehe mich zurück von Sozialkontakten, ich spiele nicht mehr. Ich vernachlässige meinen Körper, vernachlässige alles, was mir gut tut. Das führt dann in der dritten Phase zum tatsächlichen Abbau der Leistungsfähigkeit, Konzentrationsschwäche, Desorganisation und vor allem auch Widerstand gegen Veränderung. Das erlebe ich in Unternehmen. Überreizte Teams sind nicht mehr offen, sich auf neue Dinge einzulassen. Und die vierte Phase ist schließlich gekennzeichnet von Hilflosigkeit, Verzweiflung bis zum Zusammenbruch. Das sind erkennbare Phänomene. Die wesentliche Kraft, die wir in solchen Lebensphasen, wenn sie uns erreichen, brauchen, die können wir letztlich nur aus der Verbundenheit und Bezogenheit zur Kraft des Lebens ziehen, also zu unserem Innersten. Es geht nicht um Techniken, es geht den Bezug zum Innersten. Und diese Fähigkeit geht von unserem Herzen aus. Im Bezogensein auf unser Herz fühlen wir die Liebe zu uns selbst, zu anderen Menschen und schließlich zum Leben. Das Leben selbst ist ein schöpferischer Ausdruck der Evolution. Die Evolution hat das Prinzip Leben als Ausdrucksform hervorgebracht. Und dieses Prinzip Leben entfaltet sich in unterschiedlichen Ausdrucksformen durch uns als Menschen hindurch und zeigt sich in seiner Vielheit, Buntheit und Einzigartigkeit. Und das Verstehen dieses Prinzip Leben führt uns zusammen oder kann uns zusammenführen. Und im Kern ist es letztlich die Liebe, die tiefste Kraft des Verbundenseins allen Seins. Wenn wir jetzt aus dieser Perspektive auf das Burnout schauen, so ist Burnout der Ausdruck des Verlorengegangenseins der Verbindung zu unserem Herzen, des Herausgefallenseins aus der Einheit und das Verlorengegangensein der Liebe zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen. In meiner Arbeit mit Menschen in solchen Phasen ist der berührendste Moment der, wo Trauer, Bestürzung und ein tiefer Schmerz über den Verlust und den Verrat des Herzens deutlich wird. Menschen erkennen dann, wie viele Jahre sie gelebt haben und gearbeitet haben, ohne die Verbindung zum Herzen und der Seele wahrzunehmen. Gelockt, verführt, auch gedrängt, gezwungen von äußeren Werten wie Erfolg, Macht, Geld und so weiter, haben sie die Orientierung zur eigenen Mitte verloren und ihre Orientierung auf das Außen verlegt. Die äußeren Anreize und Werte sind jedoch an sich nicht schlecht. Sie führen dazu, dass wir engagiert sind, forschen, große Projekte bewegen können, Nützliches hervorbringen. Die Gefahr der einseitigen Zuwendung zu äußeren Werten liegt in der großen Verführung, die von innen ausgeht. Leistung, Geld, Erfolg, all das hat kulturell eine hervorgehobene Bedeutung und bringt Wertschätzung und Anerkennung für die Person. Was wir aber im tiefsten brauchen, ist die Fähigkeit zu lieben und das Gefühl, geliebt zu werden.
Und hier kommt es zu einer tückischen Verwechslung von Anerkennung und Wertschätzung auf der einen und Liebe auf der anderen Seite. Dieses Phänomen geht bei vielen Menschen weit in ihre Kindheit und Lebensbiografie zurück. Liebe für gute Leistung, Liebesentzug für Fehlverhalten. Und dieser Gebrauch oder dieser Missbrauch der Liebe als pädagogisches Instrument ist letztlich eines, was ich in vielen Biografien immer wieder auch erlebe.